Fegefeuerzimmer. Leute, wo sind wir hier? Raum der Sünden. Aquariumzimmer. Okay, zwei habe ich schon. Hier ist erstmal dicht. Okay, das ist wohl doch eine Zucchini. 21. Januar 1882. Das ist jetzt mehr als eine Woche her. George und ich verbringen viel Zeit miteinander. Wir haben eine Menge gemeinsamer Interessen. Wir mögen die gleichen Filme, die gleiche Musik. Aber jedes Mal, wenn ich ihm Frage zu seiner Vergangenheit stelle, wird er sofort düster und wechselt das Thema. Ich weiß nicht, was er durchgemacht hat, aber anscheinend ist es ein Tabuthema für ihn. Wenn er bei seiner Großmutter lebt, muss er seine Eltern bei einem schweren Unfall verloren haben. Ich werde das Thema nicht mehr ansprechen, es sei denn, er spricht mit mir darüber. Ehrenfrau. Zweiter Korridor. So, und Schlüssel war von Wohnzimmer. Wo hatten wir denn das Wohnzimmer? Hier, Wohnbereich. Maul. Blaue Flamme hab. Hier ist noch ein Schlüssel. Never gonna give you up. Greetings from Ryan Reynolds. Okay. Irgendwie sagt mir der Name was, aber ich kann echt mir nichts damit einbilden, was das ist. Also ich kann es nicht zuordnen. Was machen diese... Gesundheit. Alles gut, Gesundheit. Ach, genau, Deadpool. Ja, danke. Ah, okay. Das da ist der Code in irgendwelchen Chiffren, die wir... Okay, ich verstehe. So, letzter Hilfsstoff. Machen wir das hier mal schnell weg. So. So, Karotte, Zucchini ist da. Saatgutraum haben wir noch nicht gefunden. Den Fegefeuerraum müssen wir jetzt besuchen. The fuck? Ciao, George. Finalmente ci incontriamo di persona. Il mio nome è Kanzo e sono il demone del purgatorio. Il tuo viaggio sta giungendo al termine e noi demoni ci siamo riuniti in questo luogo per decidere cosa fare con te. Dei demoni? Sei morto, George, ricordi? Ti trovi in un non luogo, la tua anima è sospesa. Perché io? Questo capita a tutte le persone che muoiono. Non sono qui per rispondere alle tue domande, George. Ti trovi in questo posto per un giudizio finale. La tua vita è stata molto particolare, George. E noi demoni stiamo cercando di capire quanto tu sia effettivamente responsabile della scia di morte che ti sei lasciato alle spalle. Io non capisco. Non devi capire, George. Devi compiacere noi demoni. Cominciamo con un compito semplice. Ho passato parte della mia vita ad inseguire un amore non corrisposto. Volevo a tutti i costi il cuore di Yoko scoprendo, solo alla fine, di essere stato messo alla prova dai demoni. Ora sei tu ad essere messo alla prova, George. Portami il cuore di Yoko. Ja, bist du cool drauf? Okay, er scheint schon cool drauf zu sein. Also es ist ein easy Demon. Also, alles cool. So, der letzte Fisch. Ganz entspannte Basis. Okay, ich brauche Yokos Herz. Genauso wie er selbst damals. Na, habe ich richtig verstanden, glaube ich. Noch eine Kassette, das ist gut. Irgendeinen Erfolg auch bekommen. Schlüssel für den Nähraum. Der Nähraum war doch neben dem Fegefeuerraum. Nee, neben dem Höllenraum. Genau, Höllenraum. The fuck, Alter. 29. Juli, Juni 1982. Die Zeit in diesem Haus vergeht sehr schnell. Das liegt natürlich an George. Obwohl er 3 Jahre jünger ist als ich, fühle ich mich mit ihm sehr verbunden. In weniger als einem Monat ist sein Geburtstag und ich möchte ihm ein schönes Geschenk machen. Die Freude, die ich mit George empfinde, kann ich mit Elsa nicht teilen. Ich kenne und verstehe ihre Krankheit sehr gut. Aber diese Frau hat etwas Dunkles an sich. Selbst im Moment der Klarheit hat sie eine sehr böse Seite. Wenn sie verwirrt ist, schweift sie ab und wird sehr gewalttätig. Susan. So, hier ist noch ein Kohlkopf. Hier kann ich meine Medizin brauchen. So. Elsa, ich weiß, dass du meine Methoden nicht magst. Wir kennen uns seit langem und du musst mir vertrauen. Alzheimer lässt sich mit mentalen Übungen und Medikamenten in den Griff bekommen. Mit dem Medikament musst du die Hilfsstoffe in der richtigen Reihenfolge mischen. Gib dir Mühe, Elsa, das ist sehr wichtig. Hilfsstoff 57 erhält den ersten Inhaltsstoff, aber er sollte nicht zuerst hinzugefügt werden. Hilfsstoff 39 enthält eine Zutat, die unmittelbar nach Hilfsstoff 87 hinzugefügt werden muss. Hilfsstoff 2 sollte nach dem Hilfsstoff 64 hinzugefügt werden. Hilfsstoff 64 erhält einen Inhaltsstoff, der unmittelbar von dem Hilfsstoff 13 gewinnt. Hilfsstoff 13 enthält
nicht den letzten Bestandteil in der Mischung, die in der Mischung zugefügt werden muss. Warte, Hilfsstoff 57 erhält den ersten Inhaltsstoff, aber der sollte nicht zuerst hinzugefügt werden. Hilfsstoff 13 enthält nicht den letzten Bestandteil, der Mischung zugefügt werden muss. Also muss ich mit Hilfsstoff 13 anfangen. Wer zum Teufel schreibt so Rezepte? The fuck? Kannst du auch gleich sterben lassen. Oh. Bolzenschneider, oder? Ja, Bolzenschneider und noch ein Becher Saft. Was? Achso, ist der Strom aus. Also entspannt ist der Strom aus. Brudi, Saba. Hier war der Krautkopf. Hier war auch noch was. Noch ein Brief. Ah, seit ich zu Hause gekommen bin. Oh, okay. Okay. Warte, ich mach ein Foto. Ich denke, das ist für die Jukebox, oder? Ich lese mal kurz vor, was da steht. Seit ich in dem Haus angekommen bin, sagt mir Oma immer dieses Gedicht auf. Ich kriege es nicht aus meinem Kopf, es macht mir Angst. Und ich hoffe, dass es aus meinem Kopf verschwindet, wenn ich es auf Papier schreibe und es hier verschließe. Call me in the dead of night, but you don't dare give me a fright. I'm never gonna give you up. Call me, don't you, never gonna... Okay, ich glaube, ich muss nochmal kurz den Brief aufmachen. Das ist die Reihenfolge, vermutlich, wie ich die Jukebox reparieren kann. Da ist die Aufgabe nämlich auch abgeschlossen. Knoblauch. Hier, Knoblauch. Es gibt ja auch Unmengen zu sammeln, ne? So, ein Teil der Puppe. Noch den Hilfsstoff 39. Und hier ist noch eine Postkarte. 5. Wir können die Hilfsstoffe, glaube ich, fast komplett machen. Jukebox wollte ich reparieren. Never gonna give you up. Also in dem Haus sind deutlich, deutlich weniger Jumpscares, Leute. Deutlich, deutlich weniger. Also call me. Don't you? Never gonna give you up. Sweet dreams. Take on me. Time after time. Total ellipse of your heart. And wake me up. Okay, also jetzt repariert. Bringen wir schnell die Sachen raus. So, das da. Hilfsstoff. Dab. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt mir noch einer. Wie immer, Alter. Immer einer. Hier ist noch eine Postkarte. Wollen wir noch dieses Feuer oder diese Flamme. Oh, nein, passt sogar. Ziel aktualisiert. Okay. Also, mit 13 fangen wir an. Vor dem Hilfsstoff 3 hinzugefügt. Scheiße. So lost, Alter. Kann ich das nicht wieder zurücksetzen, oder was? Falsche Medizin. 64. 13. So, ein bisschen Saatgut nochmal. Bisschen Zeug einsammeln. So, ich muss hier diesen Kelch sammeln. Den müssen wir auch noch suchen. Und ich wollte eine Tasche finden. Großmutters Zimmerschlüssel. Der Schlüssel, der die Tür zu Nonas Zimmer öffnet. George, der Arzt hat mir geraten, so viele Dinge wie möglich aufzuschreiben. Das soll mir bei meiner Krankheit helfen. Er sagte, ich muss mein Gehirn aktiv halten. Leider kann ich mich im Moment nur auf dich verlassen. Du musst mir helfen. Du hast eine Reihe von Aufgaben zu erledigen. Du musst dich an meiner Stelle um dieses Haus kümmern. Wenn sie sich ums Haus kümmert, warum ist dann so viel im Arsch? Dieses Durcheinander macht mich nervös. Du lässt immer alles herumliegen. Ich bin es leid, von dir zu hören, dass du es nicht bist, der die Dinge im Haus verteilt. Und er sollte es sein. Hier sind nur wir beide drin. Beeil dich, George. Elsa. Hey, Kitaro, Mahlzeit, Hallöchen. Nein, ich habe ich nicht. Lies es einfach. Nein, ich kann jetzt nicht so viel lesen, Cyrillus. Hier haben wir noch eine Karte. 10. Januar 1882. Heute ist der erste Tag in diesem Haus. Frau Elsa wechselt Momente der Klarheit mit Momenten mit totalen Verwirrung ab. Mensch, könnte ich sein. Ich wusste nicht, dass sie einen Neffen in meinem Alter hat. Er scheint richtig heiß zu sein. Ich bin sicher, wir werden uns in den nächsten Monaten richtig, richtig tief, gut verstehen. Susan. So, noch eine Postkarte. Meint, es kommt jetzt wirklich nochmal der Jumpscare von Miss Bunny? Wir haben noch keinen Knoblauch, deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch keinen. Ach ja, also. Nein, so nicht! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich Nein, so nicht machen. Blieben ganz viele Geisterorbs, oh ja. Ah, hier liegt ein Schlüssel. Nimm einfach den. Nimm mal den. Aquariumschlüssel, da gucken wir doch mal rein. Habe ich einen Fisch? Da ist nichts. Das ist die Zucchini. Und Wohnzimmerschlüssel.
Korridor. 21. Januar 1882. Das ist jetzt mehr als eine Woche her. George und ich verbringen viel Zeit miteinander. Wir haben eine Menge gemeinsamer Vorlieben. Wir möchten die gleichen Filme, die gleiche Musik. Aber jedes Mal, wenn ich ihm Fragen zu seiner Vergangenheit stelle, wird er sofort düster und wechselt das Thema. Ich weiß nicht, was er durchgemacht hat, aber anscheinend ist er ein Truthahn-Thema. Wenn er bei seiner Großmutter lebt, muss er seinen Eltern bei seinem schweren Unfall verloren haben. Ich werde das Thema nicht mehr ansprechen, es sei denn, er wird mit mir dann reden. Aktivitäten? Was? So, damit das in. Oh, hier ist noch eine Postkarte. Lass uns mal eine angucken. Einfach nur mal kurz gucken. Ich glaube, wir brauchen sie noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja? Das ist das Zimmer der Oma. Das Zimmer der Oma und die Tür dahinter. Flamma Blue. Benutze die blaue Flamme, um das Unbekannte zu enthüllen. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Item, wo wir dann an diese Stelle müssen. Und dann können wir da eventuell was Cooles entdecken. Vielleicht den Code von hier, dass wir dann reinkommen. So. Das da und das da. Nähraum. Genau, wir brauchen den Nähraum als nächstes. Das ist zweiter Korridor. Müssen wir uns merken? Oder zweiter Gang? Keine Ahnung. Manchmal sind die Übersetzungsdinger ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig. What? Hi. Okay. Ihr könnt mal Medizin abgeben. Und hier kommen wir zu dem Ding, wo ich das letzte Mal hängen geblieben bin. Wo ich nicht weitergekommen bin. Das muss ich euch jetzt leider so sagen. Aber vielleicht lösen wir das dann später gemeinsam. Hallöchen. What? Oh, Strom ist aus. Oh, genau, Nicole. Ich weiß immer noch nicht, wo war denn der Knoblauch? Ach, der war eingesperrt hier irgendwo. Hier ist der Knoblauch. Knoblauch. Jetzt machen wir hier noch als Kerze an. Was haben wir hier noch? Ah, okay. Erster Teil der Puppe. Nochmal so ein Heilstoff. Soweit so gut. Warum ist denn das jetzt rot? Ist da eine Hand drin? Ja, oder? Da ist eine Hand drin. Schmeckt. Was ist hier noch? Haben wir Saatgut, oder? Ja. So, hallo. Hier. So, haben wir. Okay, was haben wir noch? Heilstoff. Wir haben zwei Heilstoffe aktuell dabei gehabt. So. Okay. Das hätten wir schon mal fertig. So. Was kommt? Ich hab mich nicht erschreckt vor dir. Bist voll gekritzelt. Warum rede ich immer Ostdeutsch? Hör auf damit, Nugget. Schluss jetzt. Okay, also. Chat, ihr müsst mir helfen, okay? Ich weiß, dass du meine Methoden nicht magst. Wir kennen uns seit langem und du musst mir vertrauen. Alzheimer lässt sich mit mentalen Übungen und Medikamenten in den Griff bekommen. Für dein Medikament musst du die Hilfsstoffe in der richtigen Reihenfolge mischen. Gib dir Mühe, Elsa. Das ist sehr wichtig. Jetzt kommt's. Wirklich. Ohne Scheiß. Wenn du das so machst, ich sag's, wie es ist. Es ist wirklich ein Mordversuch. Ganz ehrlich. Hilfsstoff 57 erhält den ersten Inhaltsstoff, aber er sollte nicht zuerst hinzugefügt werden. Also, er ist nicht der erste Stoff, den wir reinpacken müssen. Alles klar. Hilfsstoff 39 erhält eine Zutat, die unmittelbar nach dem Hilfsstoff 87 hinzugefügt werden muss. Hilfsstoff 2 sollte nach dem Hilfsstoff 64 hinzugefügt werden. Hilfsstoff 64 enthält einen Inhaltsstoff, der unmittelbar vor dem Hilfsstoff 13 hinzugegeben werden muss. Hilfsstoff 87 sollte unmittelbar nach dem Hilfsstoff 57 hinzugefügt werden. Der Hilfsstoff 13 enthält nicht den letzten Bestandteil, der Mischung zugefügt werden muss. Also, das heißt für mich, Hilfsstoff 64 ist der erste. Hilfsstoff 13 der zweite. Aber weiter komme ich nicht. Wenn wir den Text auf Englisch übersetzen, dann nochmal. Ja, das Problem ist, dass das Ding auf Italienisch ist. Also ihr seht schon, das ist ein Rätsel, das könnte uns eventuell etwas beschäftigen. Hilfsstoff 57 ist nicht der erste, definitiv nicht. 39 kann es auch nicht sein, weil er vor 87 kommt. 87 soll nach dem 57er sein. Also auch das kann es nicht sein. 64 ist der einzige, der vor etwas sein muss. Das Komische ist, Hilfsstoff 64 hat einen Inhaltsstoff, der unmittelbar vor Hilfsstoff 13 zugegeben werden muss. Hilfsstoff 02 sollte nach dem Hilfsstoff 64 zugefügt werden. Das heißt doch eigentlich 64, 13, 2. Aber wie geht's weiter? 57, 87, 39, 64, 13, 02. Aufgehoben, Flasche Medizin. Hey, das ist richtig. Die Medizin, die ich für Oma gemacht habe, ich glaube, sie ist nicht... Sorry, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, sie ist nicht gut geworden. 13.02. 64, 13.02. 57, 87, 39. Da ist es. Die Medizin, die ich für Oma gemacht habe. GG, dankeschön. Oh, sorry, Bro. Oh. Da habe ich mich gerade erschreckt. Oh mein Gott. Oh. So, klar, ich habe auch erstmal ein Pack Rotkohl in meinem Nachttisch
Rotkohl. Das heißt, fehlt noch das. Ich vermute Kartoffel oder sowas. Gewächshausschlüssel. Jetzt muss ich bloß noch das Gewächshaus finden. Gewächshaus. Sehr gut. Okay, ich habe die Kartoffel. Das heißt, wir kommen hier weiter. Ich kann hier Strom anmachen. Nein, es ist blockiert. Ich muss ja hier das mit den Pflanzen, muss ich das natürlich öffnen. Und kann ich jetzt einfach zum Aquarium gehen und das Aquarium da reinschütten? Geht das? Hier fehlen auf jeden Fall noch 3 Saatgut. Fehlen noch. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Kartoffel. Und geben eine Kartoffel mal. Ja, wir gehen ganz kurz zum Kartoffel.